Mir geht es auf der einen Seite gut und das ist tatsächlich im Moment ganz schön ambivalent. Ich bin auf der einen Seite freue ich mich riesig über, dass das ganze Thema in die Öffentlichkeit kommt und freue mich riesig, dass ich tatsächlich jetzt dazu eben das nutzen oder ich jetzt eingeladen wurde und sozusagen diese Einladung nutzen könnte, um über das Transgender-Thema und Self-ID und so weiter zu sprechen. Und ja, und es ist tatsächlich, also es polarisiert. Ich habe gesehen, hier sind welche Frauen dabei von Let's Reloaded. Und ich bin, und ob da von der feministischen Partei die Frauen jemand dabei ist, weiß ich nicht. Die haben ja extra sozusagen eine Solidaritätsadresse geschickt nach diesem ersten ausgestrahlten Auftritt bei Stern TV. Es war Stern TV am Sonntag und ja, diese Sendung, die war eben so, dass schon vom Zuschnitt der Sendung eigentlich klar war, dass ich die Böse bin. Das fing an mit der Auswahl der Musik. Also mein Einspielfilm wurde mit so dramatischer Musik unterlegt. Der Einspielfilm von Hanna Corrales, dem Mann, der da als Frau auftrat und beanspruchte, als Frau bezeichnet zu werden, war so mit lieblicher Geigenmusik und so unterlegt. Und er kam als erstes in die Sendung. Er war etliche Minuten da, durfte sanft und freundlich befragt vom Moderator sein ganzes Leid schildern, dass man ihn, obwohl er ein Mann ist und ein intakter Mann und auch seinen SIP stolz ist, durfte er da also schildern, dass er ja, dass es also ganz schrecklich ist, dass er nicht als Frau anerkannt wird. Und dann kam ich rein und ja, genau, die Regieassistentin hatte den Leuten nicht signalisiert, dass man bei meinem Eintritt klatscht und so war also mein erster fulminanter Auftritt im Fernsehen, war also von Schweigen begleitet. Ich setzte mich dann auf mein Stühlchen und saß da und dachte noch so irrigerweise, ja, mir würde jetzt auch zugehört und ich könnte jetzt meine Sätze zu Ende reden und merkte dann erst so im Laufe der Zeit so, okay, nein, 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 du darfst überhaupt keinen einzigen Satz zu Ende reden. Und es hat mich natürlich, wie man hat sehen können, ich selber mochte die Sendung mir anschließend nicht angucken, aber ich hatte so minutenlang das Gefühl, mir schwimmen die Fälle weg. Nee, minutenlang nicht, sekundenlang dachte ich, dann habe ich gedacht so, nein, 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 da sind jetzt so viele andere Frauen da, für die du jetzt auch hier stehst. Du stehst nicht nur für dich alleine, jetzt reiß dich gefälligst zusammen und jetzt biete diesen Typen Paroli und ja, es war sozusagen eine Feuerprobe. Ich hatte, wenn ich das schon öfter gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich sehr viel schneller dazwischen gegrätscht. Ich war dann so weit, Widerspruch einzulegen oder so denen selber ins Wort zu fallen, als die Sendung dann zu Ende war. Und was sehr positiv war, war, dass das Publikum mehrheitlich entschieden hat, nein, es wollte kein Selbstbestimmungsgesetz, es wollte keinen Geschlechtswechsel, einfach der Sprecher beim Standesamt. So, ja. Hattest du irgendwie Gelegenheit, also ich habe das ja auch mir angeschaut und der Moderator war ja unglaublich unfähig Parteiisch. und einseitig, ja. Ja. Und eben das ganze Team vermutlich. Konntest du das irgendwie denen auch nochmal zurückmelden, dass das unfair war alles? Es fing also diese Unfairness, die fing bereits im Vorgespräch an. Der saß da mir, obwohl es gar nicht notwendig war, die ganze Zeit mit Maske gegenüber. Also er hat sich sozusagen, er hat nicht gewagt, Gesicht zu zeigen. Hatte auch keine plausible Erklärung, warum jetzt bei allen anderen Themen die Gäste gleichzeitig da saßen oder die Experten gleichzeitig da saßen und nur bei meinem Thema ich jetzt später reingeholt wurde. Und ich habe in Gedanken eine sehr scharfe Mail an ihn formuliert, als ich letztes Wochenende in Bergen im Wandern war, und um ihn zu fragen, ob er sich denn im tiefsten Innersten seines Herzens nicht schämen würde, solche Sendungen abzuziehen. Ich kam einfach noch nicht dazu. Ich habe also diese Sendung noch nicht zu diese Sendung, diesen Brief noch nicht zu Papier gebracht. Von daher habe ich dann auch irgendwann, ja, weiß ich nicht, vielleicht mache ich es noch, vielleicht auch nicht. Also mein kleiner Triumph war es praktisch, also der erste kleine Triumph war, dass dann eben die Abstimmung für meine Seite oder für unsere Frauenseite ausfiel. Und der zweite Triumph war, dass ich dann tatsächlich an der Stelle ganz am Ende dann dem Hanna noch ins Wort fallen könnte und diese eine Lüge entkräft oder quasi der eine Lüge widersprechen könnte, sei nicht die Self-ID sei nicht ab 14 geplant. Und jetzt hat ja unser Markus Tessa Ganserer ja gegenüber der Taz selbst behauptet, also bestätigt, dass die Self-ID ab 14 kommen soll und dass es in einem zweiten Gesetz
oder es ist ein zweites Selbstbestimmungsgesetz praktisch oder ein zweites Gesetz, was die Folgen der Self-ID-Regel geben soll, nämlich, dass die Krankenkassen, oder es ist eine Regel, dass die Krankenkassen diese Kosten übernehmen und dass es einen Anspruch geben soll, dass Krankenkassen alle Kosten übernehmen sollen. Das hat Gunda Schumann von Let's Reloaded hat es ja in ihrem Gutachten dargestellt, was das für eine unfassbare Verfassungswidrigkeit ist, wenn jede Brille, jede Brust, also alles, was man zahlen muss, selber bezahlt werden muss, nur wenn Transgender draufsteht und ein Mann wünscht, eine Gesichtschirurgie zu haben, muss das die Krankenkasse bezahlen, ohne das prüfen zu dürfen.